Hier im Bad Doberan beim Final Four um den HVM-Pokal ist es angerichtet. Das Frauenfinale steht an. Der SV Kriebitz trifft auf den Verbandsligisten Pasewacker HV, die sich im Halbfinale gegen den MV-Ligisten durchsetzen konnten, gegen die TSG Wismar. Grünweiß-Schwerin setzte sich durch gegen den Stralsunder HV. Dementsprechend ist die Favoritenrolle sicherlich Grün-Weiß-Schwerin zuzuteilen. Aber wir haben gesehen, dass der Pasewacker HV mit viel Willenskraft und mannschaftlicher Geschlossenheit einiges erreichen kann. Mit Anwurf, mit der Aufstellung Kinscher, Wenk, Künzel, Felkel, Schröder und Grünwald am Kreis. Und Jola Wenk gleich mal zum Genießen die 1:0-Führung für Grünwald-Schwerin. Auch hier sehen wir es, wurde von Andreas Bartlau gut beobachtet. Manuela Redepfennig bekommt eine Sonderbewachung von Jule Grünwald. Der erste Wurf wurde von Anna Pöschel abgewehrt. Es folgt aber der Einwurf für den PAV. Stück für Stück weitergeleitet und vollendet durch die Nummer 17, durch Nicole Dunke. Treffer Nummer 1 im Finale für den PAV. Kann sich durchsetzen und erzielt den Treffer Nummer 2 für Grünwald-Schwerin. Sieben Meter rausgeholt durch Steffi Bahr. Und für den PAV tritt an Manuela Redepfennig gegen Anna Pöschel. Abgepfiffen, Fuß gesetzt. Es bleibt bei der 2:1-Führung für Grünwald-Schwerin. Der Jule Grünwald bekommt den Ball nicht zu fassen. Der Konterpass wird unterbrochen durch Jola Wenk. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Benny Künzel an den Pfosten. Zweite Chance, Tini Schröder. Steffi Bark mit einer tollen Parade.
kurze Entschuldigung von Tini Schröder, hat sie im Gesicht getroffen. Aber es geht für Steffi Bark im Tor des PHV weiter. Möglichkeit war da für Katrin Dietrichkeit. Ah, der Ball geht übers Tor. Und wiederum erneutes Glück für Grün-Weiß-Schwerin. Joda Wenk verschießt. Und der Konterpass wird erneut unterbunden. Dumme bleibt Grün-Weiß im Ballbesitz. Und Steffi Bark macht da weiter, wo sie im Halbfinale aufgehört hat. Sie kann sich auszeichnen. Und jetzt hat sie auch noch Glück, dass sie die Unterstützung vom Pfosten hat. Tini Schröder scheitert. Marie Kitscher fischt den Pass raus, eröffnet mit dem Konter für Jule Grunwald, die erhöht zum 3:1 für Grunwald-Schwerin. Der Pass geht ins Leere, Anna Pösche leitet wieder ein, aber zu lang der Ball. Und Katrin Dietrichkeit holt den 7 Meter raus. Und gleichzeitig noch die gelbe Karte für Wendy Künzel. Und für den 7 Meter kommt Susi Grimm. Ihr gegenüber steht Steffi Bahr. Ecke gehahnt, aber zu platziert. Zu scharf geworfen. 2:3 Anschlusstreffer für den PHV. Sich an der Abwehr entlang, gibt dann den Pass weiter an Joda Wenk und sie ist erfolgreich über die Rechtsaußenposition zum 4:2. Dafür ist sie gefürchtet und berüchtigt, Manuela Redepenny mit dem Anschlusstreffer zum 3:4. Marie Kinscher hat kein Wurfglück, scheitert an Steffi Bahr. Nächste gelbe Karte, jetzt für Kerstin Felkel. Tolle Parade von Anna Pösche gegen Katrin Dietrichkeit. Hält die Schwerinerin weiter auf Kurs. Und erneut nur das Gebälk. Marie Kinscher scheitert am Pfosten.
Und jetzt auch das Glück auf Schreiner Seite mit dem Pfosten. Pass von Künzel auf Schröder. Schröder scheitert an der gut aufgelegten Steffi Bark. Schnell mit der Parade. Und der Pass kann nicht kontrolliert werden von Jule Grünwald. Somit bleibt der PAV im Ballbesitz. Einwurf für Grün-Weiß. Nächster Fehlpass, jetzt produziert durch Joda Weng. Und Manu Redefenich. Verzieht. Widrigkeit scheitert erneut an Anna Pöschel. Sie gibt ihrer Mannschaft Sicherheit. Grünwald erneut scheitert sie an Steffi Bark. Verdeckter Wurf von Diana Schwichtenberg und der Anschlusstreffer zum 4:5. Marie Kinscher mit ihrer gekonnten Finte und dem Abschluss und dem Treffer zum 6:4. Kimi Schröder mit der nächsten Unaufmerksamkeit hat das Glück, dass ihre Torfrau Anna Pöschel den Braten gerochen hat und mit einem schnellen Pass den Konter einleitet, den Jule Grünwald abschließt zum 7:4.
Kerstin Felkel macht ihre Fähigkeiten, setzt sie um und erhöht zum 8:4. Leichte Beute, der Wurf von Schwichtenberg. Pöschel hat die Hand dran. Und Grün-Weiß im Vorwärtsgang. Benni Künzel erhöht für Grün-Weiß-Spielen auf 9:4. Glänzt sie als Vorbereiterin Manuela Redepfennig. Aber Katrin Dietrichscheid scheitert an Anna Pöschel. Und auch auf der anderen Seite im Gegenzug Jule Grünwald über das Tor. Es bleibt somit bei der 9:4 Führung für Grünwald Springen. Erneut toller Pass von Redepfennig auf Dietrichkeit. Einmal Pfosten, der Nachwurf von Rina Tschitschikowski landet auf der Latte. Und mit viel Durchschlagskraft, mit viel Willen, Benni Künzel zum 10:4. Balleroberung durch Künzel, auf Kinscher, auf Felkel, Felkel oben, rechts ins Eck, unhaltbar für Steffi Bark. Team Timeout beim Pasewalker HV. Zugunsten eines Einwurfes für den PHV. Aber der Pass geht ins Leere. Joda Wenk flippt ihn sich aus der Luft. Und nun geht es schnell. Wenn ihr könnte, passt auf Kerstin Felkel. Sie mit einer einfachen Körpertäuschung an der Gegenspielerin vorbei. Und den Treffer Nummer 12 für Grün-Weiß-Schwerin. Fünfter Treffer von Kerstin Felkel. Im Finale. Ja.
Und erneut zeigt Manuela Redefendig ihr gutes Auge mit dem Anspiel an Rina Tschitschikowski. Aber sie am Tor vorbei. Und der Pass von Wendy Künzel geht ins Nichts. Hat sich Manuela Redefendig auch wieder in die Torschützenliste eingetragen. Gut vorgetragen hier 1-1 und der Anschlusstreffer zum 5-12. Und auf der Gegenseite scheidet Wendy Künzel an Steffi Bark. Im zweiten Anlauf macht Wendy Künzel es deutlich besser. Erhöht auf 13-5 für Grünwald-Schwerin. Haumann schon den Ball in der Hand, aber leider nicht kontrollierbar. Daher bleibt der PAV im Ballbesitz. Passives Vorwarnzeichen von den Unparteiischen. Und Künzel blockt Redefendig. Ecke. Der Pass geht ins Nichts. Jola Wenk wieder mit der Einleitung auf Künzel, auf Schröder. Und Künzel, Nachrückpass von Schröder, erfolgreich zum 14-5. Der Ballgewinn für Schwerin. Marie Kintscher, Treffer Nummer 15. Der Vorsprung steigt. Jetzt mittlerweile 10 Treffer. Das war das 5:31 Marie Kintscher. Mit dem Treffer Nummer 16 für Grünwald-Schwerin. Lange hat er dafür gebraucht, der Schiedsrichter, um zu erkennen, dass Kerstin Feckel im Kreis geprellt hat. Somit Abwurf für den PHV. Block von Künzel gegen Bach. Hat eben Angst beim Anspiel von Manuela Redefendig. Passives Spiel angezeigt. Und Steffi Bahr unnachahmlich mit einem Schlagwurf von der halbrechten Position ins obere lange Eck. Treffer Nummer 6 für den PAV. Thank you.
Diese Finte kennen wir. Marie Kinscher. Erfolgreich zum 17:6. Auch dieser Pass geht ins Nichts. Felke leitet ein auf Dormann. Ah! Da fehlte die Sicherheit beim Sichern des Balls. Joda winkt mit der gelben Karte. Der PAV hat riesengroße Probleme mit der Abwehr von Gewalt-Schwerin. Und somit der nächste einfache Konter. Und der Treffer durch Kerstin Ferkel zum 18:6. Der nächste Pass, der nicht erfolgreich zugespielt werden kann. Und Schwerin jetzt mit ruhigem Spielaufbau. Jetzt kommt Steffi Dube für Tini Schröder, die bislang noch kein Glück hatte. Es sei nicht vermessen, wenn ich sage, Tini Schröder sucht seit einigen Wochen ihre gute Form der Hinrunde. Oder Weng an den Pfosten, aber Steffi Bark schon geschlagen. Aber die Passfehler häufen sich jetzt beim Passwerker V. Oder Schwerin trotz Ballverlust ohne große Bestrafung davonkommt. Künzel mit einem toll verdeckten Hüftwurf. Da Steffi Bark auf den Posten und pariert ihn. Schön die Hand dazwischen gesetzt von Marie Kinscher. Das war eben gerade die schwierige Variante, an den Pass zu spielen. In der Mitte waren 3-4 andere Mitspielerinnen mitgelaufen. Und das zeigt sich heute auch wieder. Marie Kinscher sehr sicher von ihrer Position und Treffer Nummer 19 für Grün-Weiß-Schwerin. Stürmer faul. Toller No-Look-Pass von Kinscher auf Weng. Sie dreht sich gekonnt ab am Kreis und erhöht auf 20:6. Schnell, wenn die Künstler mit dem Treffer Nummer 21 und die 2-Minuten-Strafe für Diana Schwichtenberg. Ja.
Manuela Wrede-Fennig bekommt im Angriff wegen Meckerns, wegen Diskutieren mit dem Schiedsrichter die 2-Minuten-Strafe. Oh, schön gemacht in Unterzahl, 4 gegen 6. Da lässt sich Marie Kinscher austanzen. Anna Pöschel falsch positioniert und der Heber von Sandra Dinse findet den Weg ins Tor. 7 zu 21. Jetzt scheitert Marie Kinscher an Steffi Bark. Noch 1 Minute zu spielen, hat der PAV nochmal eine Zündidee, um in Unterzahl einen Treffer zu erzielen. Geblockt durch Kerstin Ferkel, der Wurf von Dietrich Keit. Und jetzt nochmal die Möglichkeit. Knapp 30 Sekunden vor Schluss. Für Kerstin Ferkel, die einen Run macht über das ganze Feld und zum Abschluss kommt. 22 zu 7. Pasewalk hat wieder aufgefüllt. Und jetzt ist Pasewalk wieder komplett. Wenige Sekunden vor Schluss. Und Halbzeit. Es ist angerichtet für Halbzeit 2 im Frauenfinale um den HVMV-Pokal. Grün-Weiß-Springen führt mit 22 zu 7 gegen den Pasewalker HV. Verpasst, aber Antje Thormann hat aufgepasst im Zentrum. Und Marie mit Geschwindigkeit und Auge auf Steffi Duwe. Sie nimmt den Posten zur Unterstützung und netzt ein zum 23 zu 7. Im Tor bei Grün-Weiß-Schwerin mit der ersten Parade Susi Grimm mit Konterpass auf Steffi Duwe. Das hat auch schon im Halbfinale einige Male geklappt und auch hier voll Erfolg gekrönt. Die Führung wird ausgebaut auf 24 zu 7. Aber die kurze Ecke aufgemacht. Das sollte sie tun nicht tun. Der
Treffer von der Nummer 13, Sandra Dinser. 8:24. Jetzt geht es schnell und Schlag auf Schlag, wenn die Künstler erhöht auf 25:8. Jetzt auch mal wieder Manuel Arede, finde ich. Verkürzt auf 9:25. Sieben Meter. Rausgeholt durch Wendy Künzel. Und es kommt Vivian Bartlau. Und sie sieht sich gegenüber Katrin Eichmann im Tor vom PHV. Und der Pfosten verhinderte ein Tor für Vivian Bartlau. Es bleibt beim 25:9. Die Lücke wird nicht geschlossen. Manuela Redefennig nicht richtig angegangen. Und somit mit ihrem zweiten Treffer in Folge 10:25. Gegenzug von halb rechts ins lange Eck, 26:10. Die Sonderbewachung für Manuela Redefennig wurde aufgehoben. Trotz dem Grün-Weiß mit einer offensiven Beinsteckung. Da war sie nicht auf der Höhe, die Abwehr. Steffi Bahr verkürzt auf 11:26. Kaum ausgesprochen fällt das nächste Tor für Grün-Weiß-Schwerin. Pass von Kinscher auf Künzel, Treffer Nummer 27. Manuela Redefennig macht weiter. Treffer Nummer 5 in diesem Spiel. Und 12 jetzt für Pasewalk. 27 bei Grün-Weiß-Schwerin. Missverständnis zwischen Wendy Künzel und Antje Thormann. Katrin Dietrichkeit gegen Susi Grimm. Parade. Pass auf Steffi Dube von Wendy Künzel. Erfolgreich genutzt. Treffer Nummer 28 für Schwerin. Und erneut der Pass von Redefennig auf Dietrichkeit. Diesmal mit dem Erfolg 13:28. Passives Spiel angezeigt, Kerstin Felkel verzieht. PAV mit der Möglichkeit zu verkürzen. Und sie nutzen es. Manuela Redefennig macht weiter. Und verkürzt auf 14:28. Ja.
Kein Pfiff, kein 7 Meter. Es geht in die andere Richtung. Man sollte aufmerksam bleiben. Denn Caro Herrmann nutzt die Unaufmerksamkeit der Springer Abwehr und verkürzt weiter auf 15 zu 28. Oh, ob sich Oda Wenk da verletzt hat. Erstmal scheitert sie an Katrin Eichmann. Und so wie es ausschaut, den Knöchel vertreten. Es ist der Knöchel, ja. Wünschen wir uns für den Rest der Saison in der Ostsee-Spreeliga, dass da nicht allzu viel passiert ist. Von der Platte. Das sieht übel aus. Für sie jetzt im Spiel Tini Schröder auf der rechten Position. Und auch gleich einmal beherztes Zugreifen durch Tini Schröder. Der Ball wird vorgetragen durch Marie Kinscher. Aber Kerstin Felkel haut den Ball übers Tor. Und Steffi Bahr scheitert an Susi Grimm. Es bleibt bei der Führung 28 zu 15 für Grimm-Weiß. Versucht es aus dem Rückraum und scheitert an Katrin Eichmann. Und Manuela Redefenig ladet nach, drückt ab und verkürzt auf 16 zu 28. Auf Jule Grünwald, die sich gekonnt am Kreis absetzt, abdreht und einnetzt. Den Braten hat Susi Grimm gerochen. Anfang der zweiten Halbzeit öffnet sie noch die kurze Ecke. Jetzt bleibt sie stehen und hat Erfolg.
so unheimlich einfach aus. Schnell aus dem 9 Meter heraus, ausgeführt, Pass von Künzel auf Steffi Dube. Und sie hat wenig Probleme, den Ball im Tor unterzubringen. Die Führung mittlerweile wieder 30-16. Und der PAV hält mit seinen Möglichkeiten dagegen, verkürzt auf 17-30 durch Steffi Bahr. Der Camper-Trick von Kinscher auf die Durchstarten auf der halblinken Position. Durchfliegende, wenn ihr könnt. 31-17 und im Gegenzug wieder Manuela Redefendig mit Treffer Nummer 8. 18-31. Nicht dahin. 7 Meter. Und noch einmal kommt Vivian Bartlau zum 7-Meter-Punkt. Ihre Gegenüber wird wieder sein Katrin Eichmann. Jetzt hat sie Erfolg, erhöht auf 32-18. Treffer durch Katrin Dietrichkeit zum 19-32. Da schleichen sich jetzt immer mehr kleinere Fehler ein bei Grün-Weiß. Wo man schon mal auf 16 Tore weg war, sind es jetzt nur noch 13. Jetzt ist die Abwehr wieder aufmerksam. Aber man vertändelt den Ball und hat Glück, dass der Ball am Fuß landet von Nicole Domke. Und die Wurfmöglichkeit für Steffi Dube, die scheitert am Pfosten. Tor und 2 Minuten. Tor durch Katrin Dietrichkeit. 2 Minuten für Wendy Künzel. Unhaltbar. Dieser Heber abgefälscht für Susi Grimm. Nächstes Mal geht der Ball nur an den Pfosten, diesmal von Antje Thormann und Manuela Redefendig. Glück gehabt für Grün-Weiß, kann den Ball nicht kontrollieren. Somit bleibt es bei der Führung 32-20. Come on.
35 für Fünfer Schwerin erzielt durch Antje Thomann. Susi Grimm entschärft den Wurf von Katrin Dietrichheit. Aber es gibt einen 9 Meter für den PHV. Und erneut klasse Parade von Susi Grimm. Und die nächste Parade. Aber Abwehr im Kreis. Somit 7 Meter für den PHV. Es tritt an. Nicole Domke gegen Susi Grimm. Erst zögerlich zum 7-Meter-Punkt, aber erfolgreich. Nicole Domke gegen Susi Grimm, 21-33. Kerstin Felge kommen lassen, die steigt auf bei 9 Meter und netzt ein ins obere kurze Eck, 34-21. Ballverlust, PHV und Rums hat es gemacht, wenn die Künze legt nach, 35-21. Wer anders als Manuela Redepfennig hält dem PAV ein wenig in der Spur mit Treffer Nummer 9 und dem 22. für ihre Mannschaft. Von Katrin Eichmann und dann ins Tor Steffi Dube, 36-22. Ballverlust, Redepfennig. Kinscher gegen Eichmann. Sicher verwandelt, 37-22. Da kommt sie von links außen reingeschlichen, Sandra Dinse, und bekommt den Ball und kann Susi Grimm bezwingen, 23-37. Und nachzutragen noch die 2-Minuten-Strafe für Marie Kinscher.
Treffer Nummer 38, Wenny Künzel. Jetzt scheitert Sandra Dinse an Susi Grimm. Natürlich muss der Freiwurf dort ausgeführt werden, wo es passiert ist. Schwichtenberg verzieht. Und ruhiger Spielaufbau bei Grün-Weiß Schwerin. Tolle Aktion. Erst angetäuscht durch Wendy Künzel, dann die Ablage nach links außen zu Steffi Dube. Die fliegt herein und netzt ein zum 39:23. Und Manuela Redepenning glänzt als Vorbereiterin für Caro Herrmann. Sie erzielt Treffer Nummer 24 für den PAV. Treffer Nummer 40 für Schwerin erzielt durch Wendy Künzel. Und es geht wieder nach vorne, es geht ab. Marie Kinscher, die zurückgekehrt ist nach ihrer 2-Minuten-Strafe, erhöht auf 41:24. Grimm gegen Dietrichkeit. Und der PAV hat wieder gewechselt. Steffi Bark ist wieder im Tor. Zeitspiel angezeigt. Pfosten von Manuela Redepenning. Einwurf für Schwerin. Da ist die Tür offen für Marie Kenscher. Dann nimmt sie einmal den Kopf hoch, erkennt die Situation und netzt ein zum 42:24. Versucht Judith Kessmann, aber Susi Grimm lässt die Beine zusammen, wehrt den Ball ab. Fehlpässe. Und im Gegenzug Kerstin Ferkel auf die vorgerückte Antje Thormann. Sie netzt ein zum 43:24.
Nächster Ballgewinn durch Antje Thormann. Und jetzt Tini Schröder, kann sie sich auszeichnen. Jetzt hat sie es auch geschafft. Trägt sie in die Torschützenliste ein. Von Burgwald-Schwerin mit Treffer Nummer 44. Katrin Dietrichkeit auf die Schwachstelle von Susi Grimm. Treffer Nummer 25 für den PHV. Zwei Minuten für Cora Hauf. Und es kommt zum 7-Meter-Punkt. Vivian Bartlau. Ihre Gegenüber wird sein Steffi Bark. Und erfolgreich Vivian Bartlau. Treffer Nummer 45. Grünwald-Schwerin. Technischer Fehler. Steffi Bar hadert mit sich selbst. Und Tini Schröder mit dem nächsten Fehlpass. Das nutzt Manuela Redepfennig noch einmal aus und verkürzt auf 26 zu 45. Auch von Manuela Redepfennig der 10. Treffer in diesem Finale. Erst macht sie so viele Fehler und dann bringt sie so ein Geschoss raus. Unhaltbar. Tini Schröder zum 46 zu 26. Starke Parade von Grimm gegen Dietrichkeit, aber zu Lasten eines 7 Meters. Und es kommt jetzt Judith Kessmann zum 7 Meter Punkt. Und Susi Grimm versucht erneut ihr Glück, heute einen 7 Meter zu halten. Und jetzt hat sie das Glück des Tüchtigen. Auf Antje Thormann. Kurzes Abchecken der Situation, dann der Pass nach außen zu Marie Kinscher. Und sie erhöht nochmalig auf 47 zu 26. Nur noch wenige Sekunden. Nächster technischer Fehler. Ui. Und ein zweiter hinterher durch Wendy Künzel. Sollte noch mal schnell gehen. Der PHV hat toll gekämpft, hat sich nicht aufgegeben. Das Ergebnis sagt sicherlich was anderes aus. 21 Tore Rückstand ist eine ganze Menge Holz.
Jetzt sind es wieder nur 20 Tore Rückstand. Und nochmal im Nachsetzen, wenn die Künste erhöht, erneut nochmal auf 48-27. Das ist der Endstand in dem Pokalfinale der Frauen um den HVMV-Pokal. Herzlichen Glückwunsch, Grünwald Schwerin. Pokalübergabe durch Thomas Schweder. Der Verbandsligist hatte sich im Halbfinale durchgesetzt gegen den MV-Ligisten TSG Wismar. Hat dort ein tolles Spiel gezeigt, im Finale auf Aufführungsfolge gekämpft und trotzdem einen verdienten zweiten Platz errungen. Und Brigitte Franz überreicht jetzt an Marie Kinscher den HVMV-Pokal für die Frauen. Glückwunsch an die Mädels. Solide Leistung. Nichts Wunderbares. Aber man hat den Pokal in den Händen. Da fragt morgen keiner mehr danach, wie man sich das erspielt und wie man es erreicht hat. Glückwunsch, Mädels. Die Finale, Herren, ist so schön, wenn die Maßnahmen rücken und den Stand rein.